Und damit herzlich willkommen zu The Hunter 2016 auf White Hart Island. So heißt es richtig, mit dem Randy. Hallo und den Glicky. Hallo. Und der Charlotte. Die uns hier ein bisschen, also entweder ist die von der Tierschutzorganisation und flüstert den Viechern vor noch was oder zwinkert denen zu und dann hauen die ab. Bin auf jeden Fall nicht komplett verschreckt, aber man sieht halt jedes Mal, dass sie traben. Wenn sie näher kommen, dass sie anfangen zu traben. Weil sie wahrscheinlich irgendeinen fremden Geruch in der Nase haben oder so. Du hast für den Hund nur das Cape zum Anziehen oder so ein Halsband? Ja, es gibt verschiedene Halsbänder in tausenden Farben, die aber keine Effekte haben. Das habe ich mir extra angeguckt. Und jetzt ja, doch, das sind die Grundbefehle irgendwie, stand da drin. Aha. Ja, die Grundbefehle hat der Hund ja mittlerweile hier schon. Ich glaube, das ist dann für die Standardhunde da irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt zu den neuen Hunden gibt es dann noch. Hast du das Paket gekauft? Nein. Mit dem Halsband? Ich wollte dieses neue exklusive VIP Premium Halsband für 300 Ocken nicht haben. Weil das hat aber auch keine Effekte. Ich guck mal. Take this over. So, und da steht Hundehalsband für den ersten Spürhundbesitzer. Das zeigt den wirklich was? Charlotte hat erreicht Level 1, sie haben ein neues Band gewonnen. Ja. Was? Wow, wurde gerade. Halsbänder? Scheinbar. Ja, vielleicht sind die Halsbänder ja für was da. Das zeigt den wirklich engagierten Jäger und würdig zugleich uralte Bindung zwischen Mensch und Hund. Ein echtes Lederhalsband, das nur Pioniere unter den Hundebesitzern besitzen können. Ihren neuen Spürhund unmittelbar nach der erstmaligen Freigabe anschaffen. Keine Ahnung. Aber Hundekuchen hast du auch gekauft. Hast du dem jetzt einen Hundekuchen gegeben? Für was denn? Hat er nichts gut gemacht. Wozu sind die eigentlich? Die machen da Ja, wenn der jetzt irgendwas, beispielsweise die anderen, der was bringen kannst, da kriegst du ja XP und mit dem Hundekuchen kriegst du noch Zusatz-XP. Achso, und ja, wenn er sich hinsetzt und dir folgt, dann kannst du das ja schon mal, kannst du dir eins geben. Die Scheiße auch schon auswählen, Truthahn weg. Jetzt hat er nichts gut gemacht. Nö, ich hab's doch nicht dabei, sehe ich gerade. Also Truthahn rein. Hauptsache gekauft. Hauptsache der scheiß große Zelt mit drinne. Ach Gott. Was denn für ein großes? Das ganz große Zelt, was man aufstellen kann. Wo du rausschießen kannst. Ja. Wenn du das aufstellst, ist erstmal im Kreis von. Gesagt, dass du hier ins. Das schon? Nee. Ja doch, da stand ja, habe ich ja damals vor Jahrzehnten mal im Spawn aufgestellt, weil das scheinbar irgendwie lustig war, keine Ahnung. Tja, bist ein komischer Typ. Danke. Weil es irgendwie lustig war. Ich weiß es ja nicht mehr, warum ich das da aufgestellt habe. So, habe ich jetzt überhaupt Muni reingehauen? Ich habe Muni reingehauen. Was macht er eigentlich, wenn ich mich hinlege? Platz macht er da. Ja. Der bewegt sich nur noch langsamer, gell. Okay. Naja, es war halt nicht schlecht, wenn wir auch noch was schießen würden, ne? Schick dir nachher ein Spellbill-Konto. Ja. Kann sich mal die Kohle für den Hund zurücküberweisen. So, ich wollte den Hund nicht haben. Ja, aber jetzt kritisierst du mich die ganze Zeit. Und außerdem wolltest du den haben. Aber Schatten schon. Ja. So ist das ja unter den Jägern. Da herrscht Jägerneid. Jägerneid. Das herrscht vielleicht Jägertätlei, ja. Wenn ich den hier auspacke, dann lalle ich ein bisschen durch den Wald. Da hat er die ganzen Beine hingestellt. Ich sehe mein Zuhause nicht. Ein Jägermeister, bitte. Ja. Naja, wird's auch wieder ein bisschen dicht. Hier wird's finster. Was? Hier ist überall Schatten. Bist du gerade am Gamma-Rädchen oder was? Hier ist überall Schatten. Ach, deswegen wird's finster. Ja. Ja. Ey, da kann man sich echt fragen, welcher Nation du angehörst. Ich? Ja. So. Genau, die Dornfleckenmuster, die kannst du ja nirgendwo zuordnen. Ja, das würden nicht die Deutschen tragen, das würden nicht die Amis tragen. Nicht mal so Jägerbekleidung, das hat nichts mit Militär zu tun. Oh. Da oben ist er auch so. Jetzt bin ich ja.
Ja, jetzt bin ich ja gespannt, ob der da auch kommt. Der Hund bleibt unten. Da kommt du nicht mit ins Bett. Warum nicht? Guck den doch mal an. Er hat schon Wiese an der Brust und überall. Sagt der hier so eine, keine Ahnung, so eine Studentenbrille während des Jahres öffnet. Ja, ich sehe wenigstens, wohin ich schieße, deswegen schieße ich nicht vorbei. Ah, gosh. Bei dir hat es wahrscheinlich gespiegelt in der Brille ein bisschen. Und dann ging der Schuss in die Luft. Eigentlich laufen wir ja auch nur wegen der schönen Natur hier rum. Oh. Wir wollten eigentlich einen Kocher aufstellen nachher und ein paar Hundekuchen essen, aber der hat sie ja vergessen. Ansonsten die Tiere ist nur so ein tolles Gimmick. Das stimmt wohl. Leise hochgehen, leise. Ich bin Erster. Ja, was soll ich dir sagen? Nicht? Ist los. Rufen wir. Der Hund rennt doch da unten. Da rennt da unten rum. Weil ich aufgestanden bin, den ich einen Befehl gegeben habe. Holen wir die anderen noch mal. Mal gucken. Ja. Warten wir mal kurz. Ich habe was entdeckt da unten, 12 Meter entfernt. Ah. Ziel drauf, es bleibt gerade stehen. Ach, das wäre es, Alter. Ja, ob das genauso ist wie wenn du jetzt auf mich zielst Nicht und dann klar. durch? Hast du noch nie ausprobiert, hör auf zu sagen, klar. Auf jetzt drückt er ab, Alter, der Schuss geht raus. Ist weggegangen. Oh. Ach, da hinten kommt einer. Sehr schön. Der gehört jetzt aber mir, weil du den ersten versaut hast. Am Popo. Man muss sehen, wer zuerst schießt, würde ich sagen. Ja klar, mach nur so einen scheiß Wettbewerb draus. Ja klar, weil ich habe gerade keinen aktiviert. Kurz anvisieren, 442, alles klar, Mumpel Der rein. hat doch jetzt schon Angst, siehst du das? Nee, der ist noch normal. Ja klar, dass du jetzt natürlich auch pfeifen musst. Das hört er ja hinten noch. Ich habe einfach nur den Hund hingelegt. 190 bis 360 Score. Sag mal, was für ein Skill habe ich mit der Waffe? Die zittert ja null. Nee, das haben die geändert. Hier oben auf dem Jägerstand kannst du doch dich. Wir stehen doch jetzt. Ja. Wenn du dich hinhockst, siehst du ja nichts mehr. Ja. Deswegen könntest du mit den Waffen, das musst du mal probieren, wenn du jetzt irgendwie anhältst, zitterst du so gut wie gar nicht. Und Ha. das versuchst du dann nochmal, wenn du draußen stehst. Da wirst du sehen, wie du mit der Waffe wieder zitterst. Ach so, okay. Beim Bogen dasselbe, weil das war damals ja so, da hast du ja von hier oben aus nichts getroffen. Du nimmst den jetzt weg oder ich mach? Dann nehme ich ihn halt weg. Ready? Mir brauchst du nichts sagen, ich einfach. Aber gut, die hat auch ein Hammerkaliber, also. Brauchst du nicht mehr rumgucken, kommt nichts mehr. Hier rumgucken, Jetzt seid doch ruhig, Alter. so richtig ist was erschrocken, kommt das hier? Klar, die retten sich auf den Hochstand, die Tiere. Lass mich hoch, lass mich hoch. Du bist schon manchmal ein Clan. Naja, wenn dann so Andrang am Hochstand herrscht, überall die ganzen Truthähne rein wollen. Ja. Ach. Na, wie ich das gesehen habe, ist das mit dem Hund schon recht nützlich, zumindest was die Entenjagd und so angeht. Die muss halt nur aufpassen, dass du das richtige Tier zurückbringst. Oh, hier war ein Kojote. Irgendwie. Zeig dir noch einen Kreis an, gut, jetzt nicht mehr, na ist klar. Hast du runtergezogen. Erscheint das recht nützlich zu sein, weil gerade die Wasserstellen. Ich ja in meiner Sumpflandschaft habe ich ja so 24 Stockenten, da gab es ja bis zu dem Zeitpunkt nur Stockenten. Aufgestellt habe, das sind ja auch einige Stellen, die sind zu tief. Und wenn du die jetzt im Fliegen schießt, kann es ja sein, dass du die wahrscheinlich gar nicht erreichst. Ich glaube, damals war das so, dass die dann mit dem Ufer irgendwie reingetrieben wurden.
Jetzt hast du ja den Hund. Ich glaube, der Hund kann die dann auch einfach so holen. Gut, jetzt zieht er hier wieder in eine andere Richtung. Muss auch nicht vorgehen. Poyote war auch mit Rehposten, ne? Ja. Oder halt Schlag. Ne, Schlag nicht. Schlag nicht. Ich kann eins von beiden nehmen. Also. Also es zählt jetzt die Munitionsarten nicht für mehrere Tiere. Rehposten, guck mal. Ist für doch für Coyote, Maultier, Hirsch. Ach doch, ich glaube die Findenlaufdinger, die konnte ich auch. Doch, die kannst du auch für Maultier, Hirsch. Also ein bisschen was überschneidet sich, aber. Meiste brauchst du einzelne Zeug. Außer so guter, ja. Ich hab mir gerade angeguckt. Dann wurde so richtig billig in Chat geschrieben. War eigentlich richtig billig. Nee, war teuer. Vor allen Dingen war teuer. Ja. Die Ware halt. So, wo ziehen wir jetzt eigentlich hin? Da oben ist ja die Sehenswürdigkeit. Wollen wir in die Richtung und gehen dabei hier unten über das freie Feld ein bisschen. Ja, ja, machen wir. Mal gucken, so weit werden wir ja eh nicht kommen. Warum? Ja, ne, mit dem Hund im Anhang. Ist ja nicht so nah drauf gehen. Also. Ich frage mich, wie das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel gut hähne, wenn wir da näher kommen. Wie reagieren. Bei Truthähne ist ja schon effektiv, wenn du einen Bogen oder mit einer Armbrust machst, weil die ja wirklich. Da kannst du ja wirklich schon mal drei, vier nacheinander wegholen. Truthähne, konnten die fliegen? Ja. Nee, aber verdammt, also die könnten so flattern. Achso, so ein bisschen minimalistisch abheben. Und waren aber trotzdem sau schnell und dadurch, dass die so klein sind, verschwinden die ja im Unterholz. Das ist die Truthahn. Die Kojotenspur wieder. Ja, da wird über alle Berge sein. Großwald von PP weiblich. Warte gerufen. Noch ein neuer Coyote hier. Naja, auch noch ein Coyote, oder? Mir hat aber noch so ein Rosswelt gerufen. Ja, weibliches Gründen. Und noch ein Coyote, das waren jetzt schon drei Coyoten da hier. Und eine ganze Coyotenbande, die Coyote. Was ist hier vorne? Die Nebel, cool, oder? Die Nebel schon bald. Ziehend, ja, das stimmt. Da kommt er so ein bisschen hoch. Sieht ja cool, das gefällt ja richtig. Macht ja immer Feuer. Klar, Waldbrand. Waldbrand, da müssen wir aufpassen. Erstmal halt. War Gott sei Dank der Rischarm. Ja. No. Feuer oder Rischarm. Ja, politische Sketche beim Jagen kommen immer gut. Sketche. Ne, Freunde, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das Vieh, was wir hier schießen, wird natürlich Halale geschossen, ganz klar. Halale? Halale. Wird das geschossen? Ich verstehe nicht. Halale geschossen. Wir sagen die. Auf jeden Fall weitgerecht. Ja. Nochmal antworten, die war doch hier direkt vor uns irgendwo. Da vorne habe ich noch eine Spur von den Kajöten. Habe ich auch. Ja, wäre schlimm, wenn das nicht jetzt. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich die Kajöten-Logspur ja deinstalliert auf meinem PDA. Glaube ich auch. Besser gesagt, Hundermate. PDA klingt ja immer ein bisschen. Gut, hat nicht nochmal geantwortet. Willst du die schon wieder fort sein, oder was? Na, war ja ganz blöd. Ich nehme mal den Kojoten. Was machst du mit dem Kojoten? Ich nehme mal die Kojotenspur. So.
ist der Hund. Ja. Der ist hier wieder ziehend, aber angeblich in die Richtung, wo wir herkommen. Ach, wo bist du denn? Sah das hier schon immer so aus? Ja. Müssen Ewigkeiten ja nicht mehr gewesen sein. Fingerpistole. Na hier, sag mal, ich weiß mal, ob wir hier so überhaupt schon mal durch den Teil hier gelaufen sind, glaube ich aber ja nicht. Ich bin der Meinung, ich sehe das gerade zum ersten Mal. Na gut, welche Karten haben wir auch schon komplett gesehen? Kannst du eh vergessen. Die Deutschen. Naja, da waren wir zwar oft, aber da gibt's hintenrum auch Gebiete, wo wir nie durchgestriffen sind. Da ist er. Hab ich dich gefunden. Leg den Hund mal hin. Achso, halt. Ja, so gut, Platz. Ja, es gibt kein Zelt, Entschuldigung, war falsch. So. Ey! Wird sehr gut. Wahrscheinlich war er kein Leckerli gekriegt. Wo ist denn der jetzt? Digga, der ist Level 1. Ach, mal gucken, ob die hört. So, wahnsinnig, das doch da vorne. Ja, da ist da vorne, aber er zieht weg und so hat er auch geantwortet. Also. Da kommt sie. Aber oh, das war das Verkehrte. Muss ich irgendwie sehen, dass ich die hier. 43 Meter. Habe ich irgendwo eine Erhöhung? Ich habe natürlich keine Erhöhung. Ja, mein Oberteil ist hier wirklich nur gezahnt, verstehe ich nicht. Naja, ich leg mich hin. Wieder Hund. Gut, dann sehe ich nicht. Jetzt kommen hier überall kleine Bäume. Oh nee. 20 Meter, ich versuche einfach, komm. Und hol den Pfeil raus, Junge. Bam, Junge. Ganz kurz und schmerzlos kannst du halt nur umstehen, schießen, aber es geht auch mit der Armbrust. Die ist schon gut eigentlich. Also die neue? Ja, das war die neue. Warum da umstehen? Es geht auch um sitzen. Also im Hocken. Ja, im Hocken habe ich ja auch geschossen. Also. Aber jetzt normalerweise zittert es da ja trotzdem schon noch ein bisschen, ne? 14,6 Meter. Oh, 281 Kilo. Aber es war lautlos, verstehst du? Obwohl, man merkt halt wirklich, wenn die abschießt, es ist schon lauter als Windbogen, ne? Also, das ist ja der Vorteil an dem neuen Bogen, den du jetzt, glaube ich, dabei hast, der Pulsarbogen. Ich denke, du hast den neuen. Den habe ich auch, ha. Und du hast jetzt nicht mit denen geschossen, oder was? Nee, ich habe jetzt mit der neuen Armbrust geschossen. Ah, so, ja gut, stimmt. Ja, flüchten, so. Habe ich auch, ja, flüchten. In die Richtung. Also ganz auf Schmarrn moderieren. Ja, das Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich mehr über den Bogen erzähle. Tschüss. Tschö.